Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und zu Why Are You Gay? Und damit auch Hallo Tomate. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Ja, du meinst natürlich das Y-Kollektiv. Ah, Da haben mein wir Fehler. nämlich jetzt den neuesten Streich, den wir uns angucken werden. Sie kämpfen gegen Rechtsextremismus im Osten. Also so eine Art, sowas in der Art haben wir schon öfter mal gesehen und es war immer lustig, immer Ja. amüsant. Deswegen steigen wir da heute mal wieder ein, auch zumal wir halt aus dem Osten kommen und uns da ein bisschen auskennen. Man könnte fast meinen, es sind Wahlen und die Ergebnisse könnten für Beunsicherung sorgen. Ja, wobei ich fast überlegen müsste, ob das ne jetzt schon nach der Wahl kam, dieser Clip. Ja, Also die kurz richtige danach. Wahl ist ja erst noch in Ach einem so, Monat, ah, weißt du? natürlich, die sächsische Landtagswahl, hast ja Und natürlich die recht. thüringische und die brandenburgische, also Richtig, richtig. ein heißer Spätsommer steht uns bevor. An sich kam das am 17.06. raus, also nach der Europawahl. Ganz Oha. frisches Met, ganz frisches Met. Und ja, wir schauen mal rein. Ja. Viel Spaß. Ja, sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein souveräner Staat, setzen sechs nichts kapiert. Ich möchte, dass dieses System. Eieiei, die Optics. Also, ich habe es gelauft. Ja. Ja, Ich meine, dieses die korrupt. Kaiserreichsuniform und so, das hatte schon was, ne? Also, das ist schon nicht verkehrt, aber Zu seiner es hatte Zeit alles hatte das seine was. Zeit, genau. Es hatte seine Zeit, also die ist vorbei, definitiv. Ja. So, was sagt uns der nette Mann hier? Moment. Staat setzen sechs nichts kapiert. Ich möchte, dass dieses System, dieses korrupte System, was wir in dieser Bundesrepublik haben, endlich der Vergangenheit angehört. Ja gut, aber damit ist er nur wirklich nicht allein. Also, das ist Ja. ja, also, das System ist sehr korrupt im Moment, ne? Der Kreichenclan zum Beispiel. Auf jeden Fall. Und das ist auch so ein Satz, den könnte man genauso gut auf einer linken Demo hören. Also, Unbedingt. warum er jetzt vorzeigenswert ist und spektakulär, weil er von rechter Seite kommt, das weiß nur das Y-Kollektiv. Also ich sag, vor 15 Jahren hast du sowas andauernd in irgendwelchen Reportagen gesehen, die halt irgendwelche linken Demos Ja, beleidigt na, haben. selbst jetzt noch, du brauchst ja nur auf irgendeine Demo gehen, was weiß ich, die sich mit Polizeigewalt beschäftigt. Also mit typisch linken Stimmt, Themen. ja. Da wirst du sofort auch hören, ja, das korrupte System oder sowas wie institutioneller Rassismus. Da hörst du genauso das korrupte System, also dass das halt bösartig von innen ist, weil die armen Ausländer werden ja alle böse behandelt aufgrund ihrer Herkunft und so weiter. Da, kleine Anekdote, da war ich heute sehr erstaunt. Es gab doch jetzt irgendwie bei dem letzten EM-Spiel, ist doch irgend so ein Typ ausgerastet, ist mit so einem Messer oder sowas und einem Molotow-Cocktail rumgelaufen und hat Leute attackiert. Und da hat er, Ja. die Polizei hat ihn halt erschossen. Und da gab es dann einen Taz-Artikel, der sinngemäß sagte, naja, musste man den erschießen, hätte man den nicht anders, hätte man den nicht ins Bein schießen können und so weiter. Und ich war erstaunt, dass die große Menge der Kommentare gesagt hat, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Relativierungsartikel? In der Taz In wohlgemerkt. der Ach, die Taz-Kommentare Ja, tatsächlich sogar. Ah, ich habe interessant. manchmal so ein, ich guck mal, was in der Taz ist, Ah, okay. Ja, Fetisch. lustig, weil die Taz macht ja immer solche Artikel, wenn irgendwo auf einen kriminellen Ausländer geschossen wird. Also vor ein paar Ja. Jahren war das doch zum Beispiel, wo einer mit einem Messer zugerannt ist auf ein paar Polizisten und auch mit der Waffe niedergestreckt wurde. Genau. Und da kam genau auch so ein Artikel von der Taz. Das ist einfach das Taz-Team. Ich glaube, die haben da so einen Typen, der hockt die ganze Zeit im Keller und dann läutet Ja, es so, es ist mal wieder an der Zeit, dass du einen Artikel und dann schreibt er vor schreibst. allem den gleichen Artikel, den er schon mal hatte, ändert so ein bisschen die Fakten am Ja! Anfang des Artikels. Der Ändert Rest die ist dasselbe wie Geografie und das Seier. Datum, genau. Ja. Ah, gut, weiter mit Y-Kollektiv. Wenigstens ja auch Staatsfeinde, weil sie jetzt die Verfassung und so ablehnen. Jakob ist unabhängiger Blogger und Fotograf. Er berichtet, wenn Reichsbürger in seiner Stadt demonstrieren. Das Deutsche Reich ist nicht untergegangen. Ocean Hale kämpft auf dem Land in Sachsen gegen rechts. Natürlich ist das ein cooles Gefühl, mit 30.000 Leuten zusammen auf der Straße zu stehen. Was anderes, mit 200 Leuten, 300 Nazis gegenüber zu stehen. Rechte und Rechtsextreme sind so stark wie nie. Mit diesem Film treffe ich Menschen, die sich dagegen stellen. Ja, auch hier, wir hatten Bin gerade eben gespannt. geguckt, ganz kurz, wir hatten gerade eben geguckt, die Toten Hosen. Und da ging es um zwei Konzertveranstalter, die natürlich auch von den bösen Nazis im Dorf berichtet haben. Und genauso wird jetzt hier auch von dessen Seite einfach mal so das Wort Nazi gebaut. Also, das ist halt schon der eigentliche Skandal. Also, das,
einfach jede, jedwede rechte Bewegung, sei es AfD oder Freie Sachsen, sofort als Nazi betitelt wird. Du, aber ehrlich gesagt, also mittlerweile, A, ist es egal, also für mich zumindest, und B, ich finde es sogar gut. Einfach, weil dieser Begriff dann jegliche Schärfe verliert. Weil der, also, ich habe schon so oft erlebt, dass die Leute mittlerweile so mit den Achseln zuckeln, wenn dann wieder irgendein Nazi-Vorwurf kommt und sagen, pff. Ja, das stimmt. Je öfter die Keule geschwungen wird, desto stumpfer wird sie halt auch. Also, es ist jetzt nur noch ein weicher, abgerundeter Knüppel. Ja. Für diesen Film treffe ich Menschen, die sich dagegen stellen, die ihre Freizeit opfern und ihre Anonymität, um für eine weltoffene Gesellschaft einzustehen. Magdalena dreht politische TikToks. Oh Gott. Rechtsextremisten. Wie mutig. Das wird cringe, geil. Ja. Wissen, dass es nicht gibt, ist das ein Problem? Ob eine Frau Fester einen Gastauftritt hat? Ich will wissen, was treibt sie an? Wie viel Mut braucht es, auch wenn es gefährlich wird? Warte mal kurz. Hat sie gerade einen Sticker? Oh Gott, was will. Besatzer raus steht da von jungen Nationalisten. Ein anti-amerikanischer Sticker. Dieser anti-amerikanische Sticker wird jetzt von der linken Tante weggemacht. Also. Die Linke ist Full Circle gegangen, ja. Ja, also eigentlich ist doch die Linke auch immer so klassisch anti-amerikanisch gewesen, zumindest längste Zeit. Gut, jetzt wo auch die Grünen zum Beispiel da voll mitmitteln in der Ukraine, sind diese ganzen Linien verschwommen. Also richtig, für mich ist das auch da, wie gesagt, wir haben es jetzt gerade eben gesehen, so ein bisschen der Tote-Hosen-Effekt. Dass die Leute, die ehemals links waren, Teil des Systems werden und sich auch in ihren Positionen immer mehr mit dem jetzigen politisch herrschenden System verschmelzen. Und man muss halt fairerweise sagen, also die Linken sind irgendwo auch unterwandert worden über die Jahrzehnte mittlerweile. Also von so Karrieristen und so, ja, irgendwie so neoliberalen Linken, will ich es jetzt mal so nennen, ist ja nicht unser Problem, das ist deren Problem. Auch, ne? Also unterwandert auch, aber es hat sich auch einfach geändert. Also ich meine, wenn du halt heute sagst, ich bin links, oder die Leute, die sich so nennen, das sind halt nun mal auch Grünwähler, die halt eben jetzt zum Beispiel gar kein Problem haben, zusammen mit den Amis irgendwo rumzumetteln. Die haben ihren Marx noch nie gelesen. Ja, nee, das sowieso nicht, klar. Ich kann bloß noch einwerfen, also man sollte einen Sticker nie auf so einem Papierkorb befestigen, weil die in der Regel so eine Oberfläche haben, wo die nicht gut halten. Deswegen hat die den hier einfach abrupsen können. Ja, interessant, okay. Wichtiger Hinweis. Wichtiger Hinweis, wenn man das hast in du Minecraft einen Sticker. Ja, gibt's auch bei Laternenmasten ganz oft, also muss man aufpassen. Ah, okay. Die Demokratie ist mir wichtig. Ich wähle und gehe auf Demos. Aber reicht das heute noch? Ich fahre nach Thüringen. Björn Höcke sitzt hier im Landtag und in meiner Heimatstadt Gera ist die in Thüringen als rechtsextremistisch eingestufte AfD stärkste Kraft im Stadtrat. Aha, musste man direkt mal wieder sagen. Ja, die das als rechtsextremistisch eingestufte. Auch das kannst du das am Trinkspiel halt draus machen. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, beim Normie verfängt es halt auch irgendwo, also dieses immer und immer wieder bringen. Ich meine, das hat man ja zuletzt an den EU-Wahlergebnissen gesehen. Die Umfragewerte waren ja eigentlich Ende letzten Jahres noch hoch, 25% oder so. Ja. Und jetzt wurde es halt zur EU-Wahl nur noch 16. Und das lag natürlich auch daran, muss man leider so sagen, an der ganzen Korrektivkampagne mit diesem Geheimtreffen und der Wannsee-Konferenz 2.0 und dieser ewigen Verteufelung. Das machen sie schon immer sehr geschickt. Ja, und ich denke, da muss die AfD halt auch wirklich immer, weil Wiederholung halt das Mantra ist, sagen, der Verfassungsschutz in Thüringen ist halt linksextrem. Das muss man immer wieder betonen. Ja, also jetzt, wir sind ja gerade in Thüringen, ne, und dieser Kramer ist es ja, genau, Kramer heißt er, der ist ja offen linksextrem. Und das muss man halt immer sagen. Klar ist, wenn der linksextrem ist, dann sind wir für den natürlich rechtsextrem. Ne? Ja, und das verfängt sich auch beim Lomi dann. Ist eine weisungsgebundene Behörde, die macht das, was die derzeitige Regierung sagt. Also das musst du halt bei jedem TV-Auftritt eigentlich bringen als AfDler. Damit es beim Normi hängen bleibt. Ja. So, Moment, jetzt haben wir wieder ein Sinkproblem. Okay, jetzt. Stärkste Kraft im Stadtrat. Jede Woche laufen Verfassungsfeinde durch die Innenstadt. Das war meine Schule. Hier habe ich Abitur gemacht. Wir sind jetzt in Gera. Mitten in der Stadt werden sich heute Reichsbürger aus ganz Deutschland treffen. Ich gehe mit Jakob hin. Er ist 23 und lebt hier.
Er fotografiert auf rechten Kundgebungen, auch wenn er dort geschubst, beschimpft und an seiner Arbeit gehindert wird. Weil er auf der Demo so anonym wie möglich bleiben will, trägt er eine Sonnenbrille. Warte, was? Die haben den jetzt gerade 10 Sekunden ohne Sonnenbrille gezeigt und dann zu sagen, er will anonym bleiben. Also, ja, ist klar. Was zur Hölle? Leute. Also, da würde es vielleicht Sinn machen, wenn die Sonnenbrille noch so eine Fake-Nase hat und so einen Schnauzbart, wie so in so einem Faschingsladen. Ja. Checken wir die Lokalzeitung. Wo steht denn das? Ja, hier, das ist es. Reichsbürger heute auf Hofwiesenparkplatz. Ja, und es ist halt auch gefährlich, dass halt hier die Klarnamen der Anmelder drinstehen, auch bei dem anderen. Gefährdet halt die Leute, die das machen. Gerade. Warte, was? Es gefährdet die Anmelder? Er meint wahrscheinlich die Demo? Ich vermute mal, er meint die Anmelder der Gegendemo, weil es schert ihnen natürlich einen Scheiß, die körperliche Sicherheit der Reichsbürger. Ja, aber okay, das ist jetzt auch alles vorgeschoben, weil du kannst ja in der Regel im Rathaus nachlesen, wer die Gegendemo angemeldet hat. Also ja. Mit 5 Minuten Aufwand findest du die Leute. Also, auf jeden Fall. Also, soll das hier so ein Claim werden, dass die Tageszeitung in Gera rechts wäre? Also Newsflash, die meisten Tageszeitungen in Deutschland, wir sind irgendwo SPD-nah oder sogar von der SPD betrieben. Ja, Hauptanteilseigner, genau. Ja. Irgendwie kennt. Jakob Becker, der eine Gegendemo angemeldet hat. Diese ganzen Lokalredaktionen wurden halt alle zusammengeschrumpft. Das sind halt, weiß nicht, keine 10 Redakteure, die halt dann übelst viel machen müssen und dann kommt halt nicht viel bei rum, nicht viel Tiefgang. Deshalb veröffentlicht Jakob seit kurzem halt auf seinem eigenen Blog, um mehr Hintergründe zu liefern. Aber hast du jetzt Angst, dahin zu gehen? Nö, ich denke mal nicht, dass die Reichsbürger ihre Waffen dabei haben. Okay, der war gut, der war schön subtil so. Okay, jeder Reichsbürger hat eine Waffe, ist klar. Oder Waffen. Ja, die haben ihre Luftgewehre und Ravioli-Dosen aktuell nicht dabei. Er ist sicher. Ja. Angstfrei wie Jakob bin ich nicht. Er geht ohne Security, wir mit. Immer wieder werden bei Reichsbürgern Waffen gefunden. Bis jetzt bin ich auf Demos auch eher von älteren Leuten angegangen worden und nicht so von irgendwelchen Jungen, die nach Action aussehen. Wie die Demonstranten auf Jakob und unsere Kamera reagieren, dazu später mehr. Pöbeleien und Gewalt gibt es längst nicht nur auf solchen Demos, sondern zuletzt auch im Europawahlkampf, wie hier in Dresden. Vor laufender Kamera wird eine grüne Wahlkämpferin attackiert. Der Angreifer spuckt der Politikerin später auch ins Gesicht. Wow, das ist ja sogar Fake News. Richtig? Das ist jetzt tatsächlich interessant, da müsste ich nochmal googeln. In meiner Erinnerung war das so, die haben halt da die Plakate aufgehangen und haben sich da halt gefilmt und selbst verweihräuchert. Und ja. die der jetzt hier in diesem lustigen Gossen-Ausfit, die angegangen haben und gesagt, hier vorher halt, wir möchten bitte nicht gefilmt werden, schneidet das raus, die haben nee gesagt und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Also das ist so mein Kenntnisstand. Ich müsste da jetzt mir das nochmal reinziehen, aber ich meine auch so ganz super schwarz-weiß war das tatsächlich nicht. Ja. Und ja, also man kann ja konstatieren, dass der ganze Wahlkampf sehr, sehr körperlich aufgeladen war. Also da haben ja einige Wahlhelfer und Plakatierer auf die Fresse bekommen, jeglicher Parteien. Jeglicher Parteien, ja. Es wurde natürlich, wie soll ich sagen, 1-2 gewisse Parteien dann bevorzugt in der Berichterstattung, um es mal nett auszudrücken. Ja. Und ja, es ist ein schönes Sinnbild für das Klima und die verhärteten Fronten. Der ganze Wahlkampf. Ja, um den politischen Diskurs steht es schlecht und maßgeblich schuld daran sind halt unsere GZ-Medien, sind die ARD, die halt Meinungsabweichler wie die AfD knallhart dämonisieren und verteufeln. Und natürlich sorgt das dann dafür, dass bei denen gegen sie Gewalt ausgeübt wird. Und naja, dann gibt es natürlich auch rechte Idioten, die das ja auch wahrnehmen und dann auf der anderen Seite die nützlichen Idioten spielen und dann irgendwelche Linken angreifen. Ja. Also ich bin der Meinung, ein Stück weit will das System das sogar so, dass es halt diese politische Gewalt gibt, weil du halt dann immer auf die anderen zeigen kannst, guck mal, wie schlimm die sind. Auf jeden Fall, ja. Man tut die eigene natürlich ignorieren, die eigene politische Gewalt von linker Seite, logisch. Richtig, du schreibst nur das, was dir nützt, klar. Ja, ist logisch. Logisch. Und du lässt halt dann natürlich auch so hart wie das ist, bewusst seine eigenen Leute die Nase hinhalten dafür, um halt die guten Schlagzeilen zu generieren.
Also da ist dann so ein Wahlhelfer von den Grünen, der da auf die Fresse kriegt. Das ist halt ein Kollateralschaden. Ja. Ein anderer Fall aus diesem Jahr. Der Europaabgeordnete Matthias Ecke von der SPD wird beim Wahlplakateaufhängen brutal zusammengeschlagen. Alter, warte mal. Dieses Ehrenamt. Ja. Warte mal kurz. War das nicht... Oh, da muss ich noch mal kurz gucken. Das war auch in Dresden, ja. Ach, war das... Ah, war das in Dresden? Das ist lustig, weil da bin ich mit dem Auto zurückgekommen aus sozusagen Nicht-Dresden und wir mussten die Umleitung fahren, weil die dort gerade am, was war das hier, so nähe Polandplatz, dort die Ecke ist das gewesen, hatten sie zufällig einen Abend nach dieser, oder ja, einen Abend nach der Tat so eine Demo angemeldet und wir sind dann dort vorbeigefahren und haben das so gesehen und da waren dann so übelst viele mit SPDler und so, aber es waren halt alles nur Linke, die sich zufällig da getroffen hatten und es waren trotzdem vielleicht 500 Leute, mehr war das auch nicht, dafür, dass sie so riesig die Werbetrommel gerührt hatten für diesen Herrn Ecke. Ja, okay, nee, mir fällt nur auf, ich bringe da wahrscheinlich was durcheinander, aber ich weiß noch, als dieser Fall zum Beispiel in der Honigwabe behandelt wurde, Podcast-Empfehlung von uns an der Stelle und Grüße an die Jungs, da ging es auch um Fälle, Angriffe auf Wahlplakatiere. Und ich meine, dass es bei einem SPD-Politiker der Fall war, da wurde auch irgendwo einer angegriffen. Ja. Am Ende kam halt raus, das war ein Ausländer. Also nicht mal ein deutscher Staatsbürger, weißt du? Und das stand komischerweise nicht in den Meldungen. Aber das war dann wahrscheinlich nochmal ein anderer Fall. Ich bringe hier wahrscheinlich was durcheinander. Das war ein anderer Fall. Also mein Stand ist, das war so eine Gruppe Jugendlicher, 5 Stück oder so, die da auch schon vorher irgendwelche grünen Plakatiere angegangen haben. Also ja. die wollten da einfach losmetteln, ja. Ja, also ich habe jetzt hier von, oh Gott, WNOZ, ist das Westfälische Nachrichten oder so, die schreiben einfach, ein 17-Jähriger stellt sich nach Angriff auf SPD-Politiker-Ecke. Ja. Ja, okay. Gut, wir machen mal weiter. Ja, normalerweise Schritt Nummer 1, wenn man ins Auto einsteigt, ne? Zentralverriegelung rein. Weil? Naja, man weiß nicht, also tagsüber mache ich es nicht, aber wenn man abends hier durch die Region fährt, kann es natürlich auch mal sein, wenn man an irgendeiner Ampel steht oder sowas, dass da die Türen geöffnet werden. Unterwegs mit Ocean Hale in Döbeln, einer kleinen Stadt. Ich möchte nur sagen, bei der Frisur von der Tante links kann man halt die politische Meinung auch schon ablesen. Warte, ich gehe mal ein Stück zurück. Aber wenn man abends hier durch die Region fährt, kann es natürlich auch mal sein, wenn man die an irgendeiner Ampel steht oder sowas, dass da die Türen geöffnet werden. Ja, ich war schon wieder... Ach so. Ah ja, okay. Ja. Ein Freigeist, nennen wir es mal so. Ja. Unterwegs mit Ocean Hale in Döbeln, einer kleinen Stadt in Sachsen. Trotz Buttersäureanschlägen und Einschüchterungsversuchen macht Ocean weiter. Es gibt nur schon genug Drohungen gegen uns, dass wir irgendwann morgens nicht mehr aufwachen oder dass man nicht mehr nach Hause kommt. Gerade, also ins Gesicht sagen es dir die Leute nicht so oft, aber gerade über Social Media gibt es echt viele Hass- und Drohnachrichten. Und das lässt den natürlich nicht kalt. Ich lasse mich nicht einschüchtern, ich gehe nach wie vor alleine einkaufen, ich laufe alleine durch die Stadt. Und gibt es aber trotzdem Grenzen? Was muss passieren, dass du aufhörst? Aufhören wäre ich nicht. Ich wüsste nicht, was... Ja, ist ja nett und erbar. Ich frage mich so ein bisschen, wo bleibt diese Doku, wo halt mit einem AfDler so gesprochen wird. Ich meine, der könnte genau dieselben Storys erzählen. Ich werde auf Social Media angegangen und aufhören werde ich nicht. Und ich werde körperlich bedroht und ich krieg Morddrohungen, pipapo. Also... Da ist halt wieder die krasse Einseitigkeit. Also, und die Einseitigkeit schon allein in der Themenauswahl, das ist halt oft das Ding. Du kriegst halt sowas vorgesetzt, es bezieht sich hier nur auf Linke gegen Rechtsextremismus im Osten, bumm. Also, es ist halt thematisch voreingenommen. Ich meine, wir gehören ja sozusagen zu der Generation, die mit dem Internet groß geworden sind. Eigentlich war die Regel doch immer, was im Internet geschrieben wird, das sollst du nicht für voll nehmen. Also, irgendwelche Beleidigung und so juckt einen eigentlich nicht. Weil es halt im Internet ist. Aber es ist vielleicht jetzt alles tatsächlich anders. Nicht ganz so. Nee, sehe ich tatsächlich nicht ganz so. Also mich würde auf jeden Fall, wenn ich mit Klarnamen unterwegs bin und Gesicht, sehr wohl jucken, wenn jemand mir irgendwie Morddrohungen schreibt. Also so abgepult bin ich nun nicht. Okay, das stimmt, ja. Klar. Mit Klarnamen, das ist halt ein neueres Phänomen. Also man hat ja eigentlich immer so Pseudonyme benutzt. Ja, also wenn ich jetzt in einem Internetforum unterwegs bin, mit irgendeinem Pseudonym, Tomate123, keine Ahnung, dann juckt es mich natürlich nicht, wenn jemand irgendwas schreibt. Aber wenn ich so in echt auch unterwegs bin, klar. Und ja,
es ist halt dumm. Also Leute, macht sowas nicht. Was, also ganz ehrlich, auch an die Leute, die solche Nachrichten schicken. Was bringt es euch denn, irgendjemandem Morddrohungen zu schreiben? Ihr wollt das doch eh umsetzen. Ihr wollt doch demjenigen nur Angst machen. Und im schlimmsten Fall landet ihr im Knast dafür. Ja, ihr seid in dem Moment einfach nur die nützlichen Idioten. Genau das will die andere Seite, damit sie halt so eine Art Doku drehen kann. Lasst es einfach. Genau. Wisst ihr nicht, was da passieren soll? Also, die können mich natürlich angreifen, dann bringe ich es zur Anzeige. Aber ich wüsste jetzt nicht, was die machen sollen, damit ich mit meinem Ehrenamt dafür. Ocean ist in der Gegend nicht unbekannt, organisiert Demos, Ausstellungen und führt politische Debatten. Ich finde das so schön, dass er hier Antifa Area und dann hast du da so ein Wackending da rumsteht und übelst die teure Ausstattung, also Ehrenamt, aha. Ja. Bullshit. Wenn halt niemand was macht, wird sich nichts ändern und dann übergibt man halt die Region so automatisch an die rechten Leute. Und da war es mir halt einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, weil es natürlich auch uns nervt, wenn wir jedes Mal nur Sachsen oder deutschlandweit in den Nachrichten sind, wenn wieder irgendwelche rechten Demos durch die Stadt ziehen. Im benachbarten Waldheim, einem 9000 Einwohnerort, gibt es seit Jahren Montagsdemos. Ocean und wenige andere gegen hunderte Rechte. Das ist die Gegenseite, die du laufen siehst. Die halt immer mit LKW-Tröten rumlaufen oder auch mit Taschenlampen sieht man immer, dass mir geblendet werden. Oh nein, die Taschenlampe, die mich blendet. Ich frage mich auch gerade, was ist denn jetzt gerade der Skandal, dass Leute zu Demos gehen? Ernsthaft? Also, das sind seit Jahren Montagsdemos, also als wäre das was Kriminelles. Also, hä? Stimmt, jetzt wo du sagst, sie hat ja die ganze Szene so eingeläutet mit, ich gehe wählen und ich gehe auch regelmäßig auf Demos, aber ist das genug? Und jetzt hast du hier Leute von der Gegenseite, die regelmäßig seit Jahren auf Demos gehen. Na, das ist aber blöd, das ist böse. Das ist doch in der Demokratie das Normalste von der Welt, dass eine Demo stattfindet. Oh nein, eine Demo, oh Gott, und da werde ich geblendet, wenn ich die filmen will. Also wie schlimm, wow. Und da ziehen die das seit Jahren durch, werden die nicht mal müde? Oh nein! Ja. Eine Grauzone, obwohl es halt ganz klar blendet. Mir werden auch jedes Mal immer gefilmt, die Videos werden veröffentlicht. Alter, du veröffentlichst doch auch Videos. Das ist eine öffentliche Kundgebung. Junge. Ist das, also auch von der Sache, wie das geschnitten ist von dem Y-Kollektiv. Man bringt ja eigentlich die stärksten Beispiele an Anfang. Ist das jetzt euer fucking Ernst, dass ihr hier als den skandalösen Vorfall darstellen wollt, dass er geblendet wird? Also, dass jemand eine Taschenlampe reinhält in die Kamera? Was ist los? Was für ein Heuklippe. Es wird dazu aufgerufen, dass man, also es gibt ja auch ganz viele Bedrohungen, Leute werden beschimpft, wenn sie zu den Demonstrationen gehen. Aber wie hält es auf? Und das verstehe ich jetzt nicht. Also, er filmt die ganze Zeit, das wäre doch jetzt der Moment gewesen, um mal solche Beschimpfungen wenn ihr die Beschimpfung und Bedrohung auf Band habt, dann bringt sie doch mal an. Ocean eigentlich mit Gewalt. Schließlich gibt es auch Straftaten im linksextremen Bereich. Oh, jetzt ich frage nach dem Molotow-Cocktail an der Wand. Antifaschismus bedeutet halt noch lange nicht Gewaltbereitschaft. Ich bin absolut pazifistisch, habe noch nie eine körperliche Auseinandersetzung. Deswegen habe ich ein Molotow-Bild an meiner Wand, weil es ist Pazifismus pur. Okay. Steht bei mir im Hintergrund das Logo Good Night, White Pride, wo ein am Boden liegender Mensch, wo auf ihn nochmal nachgetreten wird. Ja, richtig, ich bin AfD, übrigens Lina Engel, Hammerbande finde ich gut. Ja. Also die sollen schön ihre handwerklichen Fähigkeiten ausbauen. Ja. Also ganz ehrlich, wer glaubt's? Also meinetwegen hast du selber nicht bist nicht gewalttätig geworden. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du zum Beispiel die Hammerbande um Lina Engel verurteilen würdest. Also definitiv. Sondern auch demokratische Arbeit. Ja. Arbeit, Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit, Jugendarbeit, auch das ist antifaschistische Arbeit. Aber wenn ich dich jetzt so sehe, wüsste ich gar nicht, ob ich dich so links oder rechts ein... Ja, das habe ich ja auch gedacht, so bei den Tattoos in dieser komischen Schrift. Also, wo bist denn du mal hergekommen? Deswegen was ist dein Early Life? Deswegen hat er sich auch extra das T-Shirt angezogen, damit ganz klar ist, dass er von der guten Seite ist, von Antifa, von der so, Systemseite. Ich dachte, du meinst so, wer weiß, was auf der Brust tätowiert ist. So. Ach so! ja, das würde ich jetzt nicht denken, aber lustig wäre es. Schon durchaus sein, aber diese Grenzen verlaufen heute ja vom Optischen auch immer mehr. Na, also auch rechte Personen tragen ja heutzutage nicht zwangsweise Glatze und Springerstiefel. Na, das wird genauso im linken Milieu getragen. Und dir ist es aber wichtig, dass man dir das ansieht? Nicht immer, nicht zwangsweise. Ich bin auch manchmal sehr leger unterwegs, aber
manchmal ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, dass es hier auch Antifaschismus gibt. Ja, vor der Kamera habe ich mich jetzt schick gemacht mit meinem Antifa-Shirt, ja. Gemeinsam mit anderen hat Ocean das Bündnis Bunte Perlen gegründet, das sich für Toleranz und Vielfalt einsetzt. Natürlich tut es das. Bunte Perlen, ja, okay. Omas gegen Rechts sind auch da. Na, vielleicht können wir ja irgendwelche auch zum Bummer. Also die müsste man wirklich mal recherchieren, ehrlich gesagt. Wo kriegen die ihr Geld her und so? Ja, von irgendwelchen linken parteinahen Stiftungen nehme ich an. Heinrich-Böll-Stiftung, sowas in der Art. Ja. Das ist ja wirklich auch so die tote Hosen für die, was kommt nach der, vor den Boomern, wie hieß das, die Generation? Keine Ahnung. Ja, die Vor-Boomer-Generation halt, ja. Die Vor-Boomer. Ja, also Omas gegen Rechts ist halt so ein kraftloser Witzverein, also wie sich da irgendwelche alten Weiber hinstellen. Rechts, Nazis raus. Aber es zeigt halt den Omas am Fernsehbildschirm, wenn du gut sein willst, dann bist du so wie die, so, weißt ja, du? Ja. Dann kriegst du Punkte vom Fernseher und danach geiern die dieser Generation. Also die sind halt übelst geil drauf oder das ist denen übelst wichtig, vom Fernseher für gut befunden zu werden. Traurig, aber ja. Weiß, dann nehmen wir das zum Drauflegen. Hier wollen sie Rechtsaußenparteien auf kreative Art entlarven. Und was macht ihr jetzt heute? Heute ist ein Mockquiz angemeldet. Genau, so ein bisschen, wer hat's gesagt? Von wem stammt das Zitat? Und so ein bisschen... Um Gottes Willen, wie kreativ. Finde ich ja sogar mal gar nicht mal so unkreativ. Also, das gab's doch schon 10-mal. Ja. Wobei, es gibt auch natürlich solche Quiz auch interessante von rechter Seite. Also so Quiz, wer hat's gesagt? Dann ist da irgendein Grünpolitiker zum Beispiel... Vaterlandsliebe fand ich schon immer zum Kotzen. Läufst du in einem Plakat lang Deutschland verrecke und so, wer hat das gemacht? Pipapo. Das war dann Claudia Roth zum Beispiel. Und das erste Robert Habeck. Also ja, kann man auf jeder Seite so ein Spiel gut machen. AfD und Freie Sachsen demaskieren. Also mal ein bisschen den Leuten anhand von Zitaten zeigen, was für eine Politik hinter angeblich demokratischen Parteien steht. Okay, ich gebe denen den Punkt, wenn die Freien Sachsen mit reinnehmen. Die hat jetzt nicht jeder so offen Zitate-Schirm. Das könnte wirklich spannend werden, ja. Da haben sie einen Punkt. Hinter den Freien Sachsen stehen unter anderem Querdenker und NPD-Mitglieder. Für den sächsischen Verfassungsschutz... Was denn für NPD-Mitglieder? Was ist denn das schon wieder? Liebes Wahlkollektiv, die NPD gibt's nicht mehr. Also... Ja, okay, aber es stimmt schon. Also, jetzt heißen die Heimat, okay. Ja, aber okay. Vier, als die noch NPD gehießen haben, ja, sind einige bisschen, zu den Freien Sachsen gegangen. Das stimmt hast schon. Hast du recht, ich wollte mal ein bisschen krümelkackerisch sein. Extreme Partei. Ein Mitglied welcher Partei bezeichnete erst diese Woche Politikerin im Chemnitzer Stadtrat als Lumpen und Gesindel. Das war ein Mitglied der AfD links oder der Freien Sachsen rechts. Das war der vorhin schon mal erwähnte Martin Kohlmann der Freien Sachsen. Füße gestellt werden muss. Oh, den magst du doch, wenn ich mich richtig entsinne. Aber warum sagst du immer, den magst du doch? Also, wie kommst du immer auf sowas? Bei dem, den magst du doch und das magst du doch? Nein, also ich habe mit Martin Kohlmann nichts zu tun, meine ich. Also nicht, dass ich ihn nicht mögen würde, aber sorry, das sagst du nämlich echt oft. Und letztens hatten wir das Thema, sorry, ich muss ja mal kurz reinmetteln. Wir hatten ja dieses sehr letzte Guck, da sagst du ja, Dramedy ist doch ein Genre, was du eigentlich magst. Und so. Ich habe einfach, weil wir live waren, ich gar nicht groß diskutieren wollte, gesagt, ja, irgendwie so. Da habe ich im Nachhinein gedacht, hä, habe ich das denn gesagt? Stimmt eigentlich auch gar nicht. Ups. Ja, sorry. Dann Verzeihung dafür. Ja, aber was der da jetzt gesagt hat, oh Gott, was hat er gesagt? Lumpen und irgendwas? Ja. Schlimm. Ja, wow. Die Politik ist in der Verantwortung, zuvorderst erst einmal Politik für das eigene Volk und das eigene Land zu machen. Und dafür stehen wir als AfD. Wer vom eigenen Volk redet, wird immer andere ausschließen. Ich frage heute nicht, warum. Ja, klar, Leute, die nicht dem eigenen Volk angehören. Also das ist simpelste Soziologie. Also Identifikation erfordert halt Abgrenzung. Also Distinktion, Unterscheidung zu anderen Gruppen. Das ist eigentlich das Erste, was man als Soziologe lernt. Also ich meine, simpelstes Beispiel, wir haben jetzt wieder aktuelle EM. Ich bin Deutschland-Fan, weil ich kein Polen-Fan bin oder so. Oder kein Frankreich-Fan. Also gerade Flaggen haben halt dieses Element. Man tut sich halt in der Gruppe zusammenfinden und unterscheiden. Natürlich hat man das auch auf ethnischer Ebene. Es ist Schwachsinn zu denken, also dieses linke Weltbild, alle One World, alle sind gleich, alle fassen sich an Händen, haben sich lieb. Das existiert so einfach nicht. Das ist utopisch. Ja,
Und wenn sie konsequent wären, müssten sie dem deutschen Volke und so dann wegmeißeln lassen müssen. Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich meinen, ihr Ziel. Ja, sie versuchen es halt sagbar zu machen. In diesem Film soll es um die gehen. So, komm mal ab hier. Im Film soll es um die gehen, die nicht alles schlimm und kaputt finden. Wer hat denn jetzt die Demo hier zuerst angemeldet? Ihr oder die anderen? Naja, die Gegenseite läuft ja seit 3 Jahren unangemeldet. Und erst seit ihr, seit Januar die erste. Brauchst auch für einen Spaziergang keine Demo anzumelden. Weil es halt ein Spaziergang ist. Ihr meldet die Gegenseite auch ihre Demonstration an. Aber der Bürgermeister sagt ja immer, dass es erst so laut und aggressiv geworden ist, seit wir da sind. Aber dass hier seit 3 Jahren teilweise 600, 700 Nazis durch die Stadt marschieren, das hat irgendwie gerade angegeben. Aha, laut und aggressiv. Aber wenn die halt 600, 700 Leute da lang marschieren, da wird es doch jetzt nicht unbedingt zwingend laut und aggressiv gewesen sein. Das frage ich mich halt. Also klar, die Aggressionen, die kommen halt zustande, wenn dann zwei Gruppen aufeinandertreffen. Weißt du, dass es Gebrüll von links nach rechts gibt? Ja. Aber wenn du jetzt bei so einem Spaziergang, also jetzt, ich kenne halt die Corona-Spaziergänge noch, zum Beispiel die klassischen Montagsspaziergänge. Klar, da gibt es dann Leute vielleicht, die besonders auf sich aufmerksam machen. Weißt du, zum Beispiel hier bei den Freien Sachsen hast du oft irgendwelche Trommlergruppen, die ja vorne rumgehen. Aber jetzt in dem Sinne laut und aggressiv habe ich die Veranstaltung nicht oft wahrgenommen. Also laut war es oft mit Pfiffen, mit Trillerpfeifen und so und Rufen, aber es gab auch Spaziergänge, es gab auch Tage, da war das ganz ruhig. Also gerade zum Ende hin, wo die Gruppen kleiner wurden, wo auch die ganze Corona-Gängelei zu Ende war, dann wurden die Montagsspaziergänge ziemlich ruhig, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ich fand immer, es wurde viel skandiert. Ja. Ja, und dann gab es halt auch diese Trommlercharge, die immer vorweg oder am Ende, je nachdem, marschiert ist. Aber das Ding ist ja, du marschierst ja irgendwo lang und dann, wenn du vorbei bist, ist auch wieder ruhig. Ne? Mhm. Und mein Eindruck war, wenn dann irgendwo eine Rede gehalten wurde, so, da war dann eigentlich immer Ruhe. Also da wurde halt die Rede gehalten, da wurde nicht 10 Minuten rumgetrommelt. Ja, weißt du? Und die Frage für mich ist jetzt, gut, meinetwegen wird skandiert, aber ist das unbedingt aggressiv? Ich meine, auch da nochmal, wir leben halt in einer Demokratie, da dürfen halt Leute ihre Meinung kundtun und das auch mal laut. Wenn du da wohnst, da hörst du das 1 Minute und dann ist der Tross auch wieder weg. Also, dann sind die vorbei, genau. Ist ja keine Einschränkung deiner Lebensqualität in dem Sinne. Ja. Sondern die angebliche, wie sagt man, eine Gewaltspirale wird in Waldheim entstehen. Laut Polizeidirektion Chemnitz gab es bisher keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. Den Bürgermeister werde ich später fragen, wie er zu den Demonstrationen steht. Ich finde es schön, dass man hier sieht, was für ein erbärmliches Häufchen das ist. Das sind ja nicht mal 50 Leute hier, ne? Obwohl die Kamera da ist. Was mich jetzt... Warte mal, ich muss jetzt hier mal kurz googeln. Das ist ganz wichtig, finde ich. Weil wir waren doch jetzt in Gera. Das ist doch hier auch Gera. Also ich bin Chemnitzer, deswegen kann ich dir sagen, das ist nicht Chemnitz. Ja. Also wo das hier stattfindet. Jetzt kommt aber der Satz laut der Polizeidirektion Chemnitz. Wir hören uns das nochmal an. Moment. Das hat irgendwie gerade sondern die angebliche, wie sagt man, eine Gewaltspirale wird in Waldheim entstehen. Laut Polizeidirektion Chemnitz gab es bisher keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. Hä? Ups, das wird die übergeordnete Behörde sein. Das ist schon okay. Für Gera? Für Waldheim. Hat er doch gerade gesagt, oder? Warte mal, wir sind doch jetzt in Gera die ganze Zeit. Und Gera ist ja noch nicht mal in Sachsen. Ich dachte, der hat Waldheim gesagt, wo immer das auch jetzt genau ist, ehrlich gesagt. Warte, ich sag, die haben hier einen faktischen Fehler begangen. Warte, ich google mal schnell Waldheim. Wo liegt Waldheim? Ja. So. Gut, du hast recht. Waldheim ist in Sachsen. Okay, in der Nähe von Chemnitz. Okay. Alles klar, ich war komischerweise auf Gera eingenordet. Okay, alles klar. Gut, mein Fehler. Den Bürgermeister werde ich später fragen, wie er zu den Demonstrationen steht. Jonas ist bei Waldheim aufgewachsen und heute extra aus Dresden angereist. Aber es ist unfassbar schön, wenn ich das kurz mal so sagen darf, dass es in Waldheim, in Döbeln, in Roßwein, in ganz vielen kleinen Städten in Sachsen Menschen gibt, die das organisieren. Und wenn ich das so offen und frei sagen darf, diese Menschen sind in Gefahr. Ich wurde schon bedroht, ganz viele Menschen. Natürlich, du darfst das im Fernsehen sagen. Es ist linkes Fernsehen, es ist ARD, gar kein Problem. Organisationen, in denen ich aktiv bin, wurden bedroht, teils Unternehmer und Unternehmerinnen, denen die Existenz zerstört werden sollte und Gewaltandrohungen gehörten da definitiv zum Alltag. Also nichts so ungut, aber wenn wir jetzt bei Unternehmer sind, also die letzten Fälle, die ich mitbekommen habe, ist, dass irgendeiner, der gesagt hat, na, ich finde die AfD nicht ganz so blöd, dem wurde sein Fuhrpark weggemittelt
und weggebrannt. Mhm. Also, es ist wieder so, ich versuche mich in die Opferrolle zu pressen, auch wenn die gar nicht existiert. Ja, klar. Also es ist auch viel wieder dramatisieren dabei, meiner Meinung nach. Also schon allein die Bilder, ich meine, das jetzt hier wird zum Beispiel interessant. Ich meine, die stehen sich hier gegenüber und das sind Leute, die spazieren halt einfach nur. Also die haben ein paar Flaggen dabei, die denen nicht gefallen und spazieren und vorne wird noch getrommelt und die machen jetzt hier irgendwie in dieser Doku den riesen Skandal draus. Das sind die von dir beschriebenen Trommler, genau. Ja. Ja, also wow, was sind das für schreckliche Bilder, die uns erreichen? Demos in einer Demokratie. Ganz links kommt eine Deutschlandflagge, okay, jetzt Nazi gesichert, ja. Die Bedrohungslage aber gibt es nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den sozialen Medien. Warte mal, ja, was... Bedrohungslage? Wo ist denn hier die Bedrohungslage? Ich mache mal das Bild. Ich hoffe, das ist auch bei dir eingeblendet. Ja, die sind 30 Meter auseinander. Na, oh, sagen wir mal, 20 Meter auseinander, ja. Und hier stehen irgendwie 4-5 Leute. Und ganz ehrlich, übrigens, werden die so nah gefilmt haben, dass die noch viel aussehen. Ja, also das sind 50 Leute, wenn es hochkommt bei denen. Ja. Und auf der anderen Seite stehen ein paar Leute. Also Bedrohungslage. Was ist denn jetzt hier die konkrete Bedrohungslage? Also wir sind jetzt schon 10 Minuten in der Doku, uns wird hier das große Bedrohungsfass aufgemacht und das ist so einfach nicht gegeben. Also am Anfang war das Beispiel, ja, die gehen da lang, da machen die immer Demonstrationen am Montag und dann wurde ich mal geblendet und jetzt... Ja, stimmt. Ja, und jetzt ging es darum, die machen böse Demos und sagen böse Dinge, also... Die sind so laut, nicht zu vergessen. Die sind so laut, es ist ja aggressive Stimmung, da die aggressive Stimmung habe ich jetzt hier auch noch nicht so gesehen, also... Liebes Y-Kollektiv, geht eurer Arbeit nach. Das wäre doch, bestes Met, so ein richtigen Wutbürger da. Der, ja, ne? Ja. Also, man müsste fast meinen, die müssten den erfinden. Hm. Ja, ja. Ein Medien. Rechtsextreme erreichen auf Plattformen wie TikTok Millionen Kinder und Jugendliche, denn sie wissen genau, wie sie ihre Inhalte platzieren, damit die Kids die als normale politische Thesen wahrnehmen. Doch mittlerweile organisieren sich junge Menschen hier in Berlin, um dem etwas entgegenzusetzen. Was ihr natürlich als Rechtsextrem bezeichnet, sind normale politische Thesen. Also, wir hatten das im vorigen Video mit den Toten Hosen. Rechts ist eine normale, legitime politische Meinung, genauso wie links. Glaubst du, so sie spielen jetzt vom TikTok irgendwie so ein Kra-Clip mal ab? Vielleicht, das kann sein, ja. Boah, ist das peinlich. Alter, das ist peinlich. Hier entsteht gerade ein TikTok. Magdalena hier links im Bild ist Klimaaktivistin und hat kürzlich die Initiative Reclaim TikTok anderen dreht sie so viel. Oh, das war jetzt auch so ein reiner Winkler-Level drin. Wie möglich. Alles unter dem Label tolerant und antifaschistisch. Kommt in meine Kommune. Ja. 01189 Kreuzberg. Einmal die Woche treffen sie sich extra dafür. Okay, das sah ein bisschen doof aus. Achso, ihr kopiert also eigentlich nur die anderen. Das ist ja so ein Trend, wo so zwei Leute so nebeneinander stehen und so fiktiv kämpfen miteinander. Wir wollten das jetzt so nachbauen miteinander, aber es ist so ein bisschen eine Herausforderung. Junge, dafür bekommt die bestimmt Geld. Ich auf könnte jeden kotzen. Fall, auf jeden Fall, die bekommen dafür von irgendwem Geld. Ja, safe. Oh, das ist mir zu viel für mich. Das kann man einfach als Vorlagenvideo nehmen und alles rüberschreiben. Also der Trend ist sozusagen, dass es diese drei Punches gibt. Das ist ganz komisch, TikTok-Trends in echt zu erklären. Versuch Nummer zwei. Es ist auch ganz komisch, TikTok-Trends zu machen. Aber das nur mal so. Ja. Du rufst für politische Botschaften. TikTok ist auch ein harter Job tatsächlich. Alles für... Das war schon wieder so eine Drachenlord-Aussage. TikTok ist auch ein harter Job. Ich muss wieder hart arbeiten. Schneiden, rennen, hochladen. Oh Mann, ey. Aber das macht ja jetzt Malte Xören. Oh Gott sei Dank. Geht harter Arbeit nach. Harte Arbeit. Eine Kamera an einem Ballon. 85 Millionen Views hatten die Videos unter dem Hashtag Reclaim TikTok nach 3 Monaten, erzählt Magdalena. Jörn Höcke steht vor Gericht wegen Volksverhetzung. Und das ist an sich nichts Neues. Und eine Partei, die solche Menschen in ihren Reihen duldet, ist nicht wählbar. Weder auf kommunal-, landes- oder europäischer Ebene. Lisa brauchte früher 1 Stunde für ein Video. Jetzt schafft sie es in 10 Minuten. Ich nutze zurzeit jeden Zeitpunkt, den ich kriege für Content. Also was für ein scheiß TikTok-Video? Okay. Ja, aber trotzdem. Also, das ist gerade alles so clownwältig, wie sich da eine hinstellt, die banalsten linken Thesen rausplärt, die halt irgendwo auf Instagram und Twitter zu Tausenden stehen und jetzt hier so irgendwie so spektakulär von dieser Doku präsentiert wird. Sie ist ja auch stolz darauf,
weißt ja, du? Ja, ich habe auch nur 10 Minuten, um mal einen 15 Sekunden langen Clip zu machen. Also von der Arbeit, die wir hier reinstecken, da bin ich jetzt nicht stolz drauf. Das ist halt okay. Ne? Aber ich würde mich da jetzt nicht hinstellen und sagen, boah, jetzt habe ich ja mein Meisterwerk hier fabriziert. Also, aber wir beide jetzt in der Gemüsepfanne, meinst du? Ja, ja. Da müssen wir mal ehrlich sein. Das ist halt so, dass es läuft und gut ist. Ja, ist auch harte Arbeit, ne? Gelegt. Ich mache das an Bushaltestellen, ich mache das in Zügen, ich mache das in S-Bahnen. 15 Videos werden heute Nachmittag hier gedreht. Zwischen ernst und lustig ist alles dabei. Scheiße. Sommersonne, dieser Banger am 9.6. nicht die AfD wählen. Warte mal, und was war so dein... Ich muss mal kurz hier einhaken, jetzt tatsächlich auf inhaltlich politischer Ebene. Am 9.6. nicht die AfD wählen. Also das ist halt auch die einzige politische, der politische Inhalt meiner Meinung nach von diesen ganzen linken Parteien. Ja, alles nur nicht die AfD, die anderen Parteien sind eh gleich. Also ganz ehrlich, so empfinde ich es zumindest also in den allermeisten Themen. Jetzt ja, allen voran Migration. Du hast es recht, ist egal, welche Partei ich wähle. Migration soll auf sein. Asylzuwanderung soll weiterkommen. Klar, dann gibt's Abstufungen, aber letztendlich hast du bei vielen Themen nur noch eine Einheitsmeinung. Ja, es ist lustig, dass sie dadurch unfreiwillig diesen Blockparteien-Frame halt stärken. Ja, ja. Es ist denen egal, was für eine Partei du wählst, Hauptsache es ist nicht die AfD. Also der, in alles dem andere Sinne, ist denen recht. Bitte weiter TikTok machen, Mädels. Danke, danke. Nee, ich hab Nein, ich habe einen TikTok gesehen, wo es war ja Sommersonne und dieser Banger. Und man kann ja einfach so solche Sachen sehr gut politisieren. Also irgendwie auch einfach normalisieren, gegen die AfD zu sein. Das ist einfach ganz normale, ganz viele junge Menschen. Oh, sie müssen das noch. Sie haben normalisieren gesagt. Das ist doch ein rechter, rechter Rundepfeife, ja. Als wäre das nicht tagtäglich, wirklich tagtäglich auf jedem Scheiß. Sender in GZ-Medien und in jeder Zeitung und so gang und gäbe, dass gegen die AfD gehatet wird. Also wow, ihr seid so mutig. Ich glaube wirklich, die denken, dass sie noch so richtig Don Quixote-mäßig gegen irgendwelche Windmühlen kämpfen. Ja, das ist halt so dieses typisch linke Ding, man nimmt gerne wahr, dass man schon längst nicht mehr der Underdog ist. Also man tut zusammen jetzt zum Beispiel sich für einen Pride-Month auf die Schulter klopfen. Weil man zusammen mit riesigen, milliardenschweren Unternehmen wie Google, Microsoft, Apple, hast du denn gesehen, ja, irgendwie sich mal bunt anmalt und irgendwelche Pride-Veranstaltungen veranstaltet und denkt dann, boah, ich bin so krasser Underdog, ich kämpfe hier für das Gute. Und ich habe die Welt verändert. Ist schon ziemlich absurd, auf jeden Fall. Im ganzen Aussehen schreien, ich bin Politik, die halt nebenbei sagen, natürlich bin ich gegen die AfD, ist ja klar. Die AfD erreicht auf TikTok mehr Menschen als alle anderen Parteien im Bundestag zusammen. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das zugeben, ehrlich gesagt. Ja, ja. Finde ich nämlich interessant, weil die Fonds gemeint haben, wow, alle Clips zusammen haben 80 Millionen Klicks und so gemacht von dieser kleinen TikTok-Aktion. Also nee, ich dachte, es waren alle zusammen sogar. Ah, okay. Und da war ich, also ganz ehrlich, da würden mich halt nämlich die AfD-Zahlen interessieren, wie sie es halt selber zugeben, die sind halt höher. Also die AfD, die steckt alle anderen Parteien auf TikTok, alle anderen zusammen in die Tasche. Ja. Die AfD will ja explizit vor allem junge Männer so 16, 15 und aufwärts ansprechen. Das merkt man einfach an deren Content. Und das ist super gefährlich, weil viele in dem Alter super unsicher sind. Und mich hätten sie auch fast erwischt. Ja, geil. Geil, geil. Wie bei den Pfefferkörnern, ne? Ja. Richtig geil, ja. Mit den Rechtokraten, schaut euch das an. Das hat das legendäre Episode, die Pfefferkörner. Ich hätte es gefeiert, wenn er das jetzt aus Wien gebracht hätte. Ja, 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 mich hätten sie auch fast erwischt. Das sind Nazis. Die besagt, dass die AfD bei den unter 30-Jährigen deutlich zugelegt hat. Die Menge an Hass, die man auf TikTok bekommt, ist komplett anders, als es bei anderen Plattformen ist. Und ich finde, das ist auch ein großer Nachteil davon, dass man auch mit Gesicht dasteht. Also, dass man sich auch bewusst sein muss, dass man sich im persönlichen Risiko da auf jeden Fall... Kurze Zwischenfrage. Bist du irgendwie TikTok bewandert? Also so wie kriegst du den Hass ab? Also, wie läuft das? Gibt es da Kommentare? Oder? Ach so, ja, meiner Meinung nach schon, ja. Also, meines Wissens nach gibt es da schon Kommentare und alles, wie auf anderen Plattformen. Okay, es ist YouTube-Shorts-Style, okay. Ja. Würde ich sagen, das ist was wir nicht erwartet haben, oder? Also, wir sind ja sozusagen bewusst auf die Plattform gegangen mit dieser Risikoanalyse. Und ich muss sagen, also bei mir, die Hate-Kommentare waren lustiger als erwartet. Ach, also, ich werde als NPC. Da erwähnt doch CDU, oder?
Boah, ey, ist das ein Milchbubi, wirklich. Ja. Also, dass der nicht rechts wählt, ist klar. Da brauche ich dem nur ins Gesicht zu gucken. Ganz ehrlich, dieses rundgelutschte Pommesgesicht. Und der Typ daneben. Das ist mein Vater. Das sollte ich nicht beenden. Klingt entspannt, kann aber auch riskant sein. Oh, jetzt bin ich gespannt. Magdalena, die eigentlich Geschichte und Politik studiert, hat viele Menschen auf sich aufmerksam gemacht. Oder die Omas gegen rechts sind auch dabei. Gottes Willen. Das alles ernst nehmen können. In den Fokus einflussreicher Rechtsextremisten. Sollen wir auf den 11. März gehen, weil da ist was passiert? An diesem Tag verlinkt der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner, der beim Potsdamer Remigrationstreffen dabei war, den Aufruf zu Reclaim TikTok. Aber hast du gemerkt, sie haben jetzt nicht Deportationstreffen gesagt? Ja, pardon, ich wollte hier Pause machen. Genau, und es war nämlich nicht das Geheimtreffen. Mir ist genau dasselbe aufgefallen. Also da sind sie jetzt schon ein bisschen zurückgerudert. Da haben die Klagen wirklich was bewirkt, oder? Ja, tatsächlich. So, ich mache mal kurz zurück. Krass, wie viele, ne? Der spammt das komplett voll, das ist richtig krass, das ist halt alles auch für TikTok. Er spammt das voll, ihr seid gerade in Martin Sellners eigenem Telegram-Kanal. Der heißt Telegram Elite, übrigens sehr empfehlenswert. Und dieses Schwein. Da beschwert ihr euch, dass er seinen eigenen Kanal voll spammt, okay? Ein Blogger lädt das Video hoch und bearbeitet es. Martin Sellner teilt es dann auf Telegram. Oh mein Gott, die nächste Kampagne gegen rechts, ja, da kann die AfD wohl demnächst einpacken. Wen ihr da übrigens gerade gesehen habt, das ist Maggie bzw. Magdalena Hess und sie macht auch unter anderem Kampagnen für Fridays for Future. Ja, wer hätte es gedacht? Wer ist der Typ? Ein rechter. Ja, okay, und? Also, wo ist jetzt der Skandal? Wo ist der Skandal? Also, es war jetzt interessante Aufklärung. Also, ehrlich gesagt, für sie ist das doch beste Werbung, weil, soweit ich weiß, hat dieser Miro unblockt doch ein paar Millionen, die dem folgen. Auf jeden Fall, der wird größer sein als die Magdalena Hess hier. Ein Blogger, 50.000 Abonnenten. Ich kannte den auch nicht, bevor das Video kam. Aber der ist wohl ein Ding innerhalb der rechten Szene. Mhm. Hat dich das mehr bestärkt oder hast du dann gesagt, ich muss mich ein bisschen verstecken? Mhm. Oder? Also als erstes hatte ich einfach natürlich total viel Angst. Also wir saßen am Frühstückstisch, wir mussten an demselben Tag noch los. Es war in Österreich auch noch. Warte mal kurz, du hast Angst, weil du in einem Video von Unblocked erwähnt wurdest? Ernsthaft? Bist du dir ganz sicher, dass du ins Internet willst, mit Klarnamen und Gesicht, wenn dir sowas schon Angst machst? Aber sind wir ehrlich, du aber sagst... Aber sie war in Österreich, also jeden Moment hätte der Sellner an die Autoscheibe klopfen können und jetzt, ja, Rollein aussteigern. Jetzt sind wir ehrlich, die sagt das nur fürs Fernsehen. Oh, ich habe Angst. Ja, ich meine, die Reporterin stellt ja auch diese Suggestivfragen, wo du ja, schon weißt, stimmt, was die Antwort zu sein hat. Ja, hast recht, ja. War praktisch, wo Martin Sellner lebt und wirkt und arbeitet. Und ich hatte erstmal richtig Panik. Wir sind dann am selben Tag noch zum Bahnhof gegangen. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen mich panisch umgeschaut, ob da irgendjemand ist. Gott, ich halte das nicht aus. Also jetzt wird es schon übertrieben. Vor allem, ich hatte Angst, weil wir waren in Österreich, wo Martin Sellner wohnt, lebt und arbeitet. Ich war in einem 10 Millionen Einwohnerland und da wohnt eine Person, die mir nicht ganz gewogen ist. Und da habe ich Angst. Also nach der Logik müsste ich ja auch Angst in Sachsen haben, weil es auch viele Anti-AfDler gibt in Sachsen. Also, wow. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum du bei dem Film mitmachst. Ne? Das ist ja auch eigentlich, du stellst dich ja auch nochmal damit so in die Öffentlichkeit. Naja, ich glaube, zum einen Sichtbarkeit ist halt wirklich auch eine Form von Schutz einfach. Weil ich dafür Geld kriege! Ja. Und an dem 65.000 Rechtsextremisten wissen, dass es mich gibt, ist das ein Problem. An dem Punkt, an dem aber parallel auch viele andere Menschen das... Schön, dass es gleich Rechtsextremisten sind. Ja, also jeder anblockt. Jeder Unblocked-Follower ist halt direkt ein Rechtsextremist. Geil, richtig cool. Wissen, ja. Kann das auch in irgendeiner Ebene mich schützen? So, wir machen jetzt hier mal kurz Pause. Wir sind nämlich bei... Ich wollte gerade sagen, das ist ein guter Schnitt. Ja. Auf jeden Fall. Hat mir aber bisher sehr viel Spaß gemacht. Also solche Sachen sind immer bestes Matt, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist immer nett. Ich brauche jetzt aber wirklich auch eine Pause von dieser Heultante. Das ist ja... Ja, die nervt. Ja. Mit ihrer harten Arbeit. Ja, liebe Leute, ihr könnt ja gerne mal in unsere Kommentare schreiben, was eure besten TikTok-Videos schon waren. Vielleicht habt ihr mehr Aufrufe als unsere öffentliche finanzierte Frau hier. Ja, und dann sehen wir uns gerne gleich wieder zu Teil 2. Bis dahin. Tschüss.